Und schon bin ich wieder da und hier geht's weiter mit 5 Minecraft-Expert.de. Schreib mir mal diese 5 von ihm auf. Na, sterb ruhig. Da liegt Papier rum. Nathan sie hat die 3. Vielleicht sollte ich das Papier holen, aber... Mein Nearcraft hat auch eine 5. Okay. Filter 249er hat die 1. Okay. Mr. Your Willy hat die 4. Ne, momentan wäre ich ja nicht so schlau. Das ist der Nintendo, der hat die 3. Okay, ich glaube, ich lasse mich da einfach mal töten, oder? Ah, ich muss mich nicht töten lassen, ich kann den töten. Ich habe jetzt jede Menge Zettel. Aha. Das kann ich ja gar nicht lesen. Gehen wir mal alles weg. Hunger Games Deutsch. HD. Muss ich mir die Klamotten jetzt auf YouTube angucken, um das zu lösen, oder was? Das sind alles Uhrzeiten. Ich würde es jetzt nach den Uhrzeiten sortieren, wenn ich lesen könnte, was das ist. Aber das sind auch mehr als 5. Und verrottetes Fleisch. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ah, okay, ja, na klar. Solange das Licht an ist, spawnen die nicht. Okay, so kann ich das ein bisschen sortieren. Dann machen wir das nochmal alles Schritt für Schritt. Wo ist Tod? Tod macht immer. Zack, alles weg. Also, nochmal einer nach dem anderen. Also. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was gibt die 4 denn so her? Der hat... Let's Play Season 3. Time to watch some TV. 12:33. Also ich würde es jetzt erstmal nach den Zeiten sortieren. Muss mir jetzt nicht die YouTube-Videos angucken, hoffe ich doch. Das wäre ein bisschen extrem, oder? Alter, Musik geht ja mal gar nicht. Musik. Spawnen da jetzt gerade keiner mehr. Sag mir nicht, ich hab's kaputt gemacht. Licht ist aus. Zombies spawnen. Jetzt bin ich so ein bisschen, ratlos. Aber jetzt auch nur einen davon. Die habe ich auch gerade noch weggeschmissen, aber na gut, das ist jetzt nicht das Problem.
Okay, halt das Video jetzt hier an und schau mir dieses YouTube-Video an und da vielleicht bringt mich das ja doch irgendwie weiter. Okay, ohne Scheiß, es geht wirklich um die YouTube-Videos. Ich habe mir also das erste gerade angeguckt hier, Let's Play Season 3, hast du nicht gesehen von irgendwem. Irgendwas mit Willy, Mr. Dings und genau an der Stelle 12:33 wird eine Zahl eingeblendet und zwar die 1. Und die Typen hier waren ja nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5 und das Papier, was ich hier habe, das ist von einem Zombie mit der Nummer 4 gewesen. Also ist wahrscheinlich die vierte Zahl, die 1. Ich gehe jetzt die anderen Sachen auch durch. Das ist natürlich nicht so spannend, wenn ich jetzt hier immer Zombie töten, Papier schnappen und dann gucken wir mal auf YouTube und so. Also sehen wir uns hier an der Stelle wieder, sobald ich die 5 Zahlen zusammen habe. Gut, ich habe mir also ein paar Videos angeguckt. Die auch, also das eine war glaube ich französisch, das andere türkisch oder so, also verstanden habe ich nicht alles, aber verstanden habe ich den Code, der da angezeigt wurde, der war nämlich kaum zu übersehen. Sehr geil fand ich, in dem einen Video stand halt einfach, wenn ihr nicht wisst, was dieser Code macht, dann ignoriert ihn. Das fand ich ganz süß. Das ist natürlich nicht so direkt ein Rätsel im Sinne des Erfinders, aber... Sollte es jedenfalls funktionieren? Ja, Raum 14 ist offen. Da können wir weitermachen. Ja, ich habe jetzt natürlich leider die Übersicht verloren, wie lange ich jetzt hier schon aufnehme. Okay, Statement hatten wir schon mal. Werdet ihr auch alle verschwinden? Vermutlich. Statement hatten wir schon mal, da können wir wieder hin, denke ich. Zack. Autsch. Try again. Zack. Und drauf. Fünfmal. Oh, das ist ein bisschen interessanter. Fünfmal. Wie viel ist denn das? 40, 39, 28, 7, 5. Okay. Oh, das werde ich nicht überleben, ne? Hurra! Bock! Ja, das ganze Zeug haben wir noch. Ah, da werde ich gleich mal wieder mein Inventory ein bisschen clearen und der Code sollte sein 5, 7, 8, 9, 0. Wenn der nicht funktioniert, lösche ich das Video einfach und tu so, als hätte ich es nie aufgenommen. Tadang! Raum 15 ist auf und ich denke, da hören wir auf. Also, auf heißt, wir machen jetzt hier mal eine Pause. Und beim nächsten Mal geht es dann mit Erfahrung weiter. Und dann werden wir ja sehen. Ich glaube, den töte ich hier eben nicht. Geht mir sonst auf den Nerv. Wie gesagt, Erfahrung beim nächsten Mal.